Ja, liebe Zuschauer, willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Sendung Wahl 13. Diesmal sind wir aufgrund des Wetters für Sie drin in einer Parteizentrale sozusagen, nämlich bei der CDU in Steglitz-Zehlendorf. Und hier kandidiert Karl-Georg Wellmann, der steht auch neben uns. Und Herr Wellmann, wir haben gerade vor der Werbepause darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Bedürfnisse der Wählerinnen und Wähler sind, was das Thema Ansprechen angeht. Also hier in Steglitz-Zehlendorf wollen die eher weniger belästigt werden. Ja? Sie wollen nicht, dass man sie zu Hause anklingelt und an der Haustür steht. Das wichtigste Thema für uns ist hier Bürgerbeteiligung. Mhm. Das heißt, bei allen großen Projekten machen wir eine echte Bürgerbeteiligung. Wenn ein neuer Supermarkt irgendwo eröffnet werden soll, laden wir die Einwohner ein und diskutieren mit ihnen. Und wenn die sagen, wir wollen das nicht, dann haben wir das schon verhindert, solche Sachen. Bei den Flugrouten bin ich sehr eng mit den Bürgerinitiativen zusammen. Und die bestimmen letztlich die Agenda und sagen, so geht's und so geht's nicht. Und das heißt, jeder hat einen Abgeordneten zum Anfassen. Das ist ja nicht nur Wellmann, das ist auch unser Bezirksbürgermeister, unsere Bezirksverordneten, die wir in der BVV haben, unsere Abgeordneten im Abgeordnetenhaus, die machen ja mit Wahlkampf. Mhm. Es sind im Durchschnitt 100 Leute, die an Sonnabenden, an Wochenenden für die Union hier Wahlkampf machen. Unser Kreisvorsitzender, Justizsenator Thomas Heilmann, ist dabei. Also wir machen mit Mann. Das heißt, die ganze Partei im Bund wie im Land legt sich ins Zeug. Was ist Ihr Beweggrund eigentlich gewesen, jetzt wirklich im Wahlkampf mitzumachen? Sind Sie Freiwilligehelfer oder sind Sie hier bei der CDU sowieso engagiert und machen das jetzt mit? Wie viele freiwillige Helfer braucht man und gibt es da eigentlich Leute, die sich da noch melden? Also wir haben eine Menge Mitglieder, die sich helfen, von jungen Leuten, die machen wollen, bis hin, wie gesagt, eben zu gestandenen Rentnern, die alleine oder auch als Ehepaare dann gemeinsam ihre Spaziergänge am Nachmittag oder am Wochenende machen und dabei Material verteilen wollen. Mhm. Gerne, das macht auch viel Freude, mit den Leuten zu arbeiten und es ist auch Spaß, es ist viel Spaß. Nicht nur, auch Arbeit, aber man hat auch eine Menge Freude dabei. Man kommt mit den Leuten ins Gespräch auf der Straße, wenn man Flyer verteilt, die Leute kommen raus, fragen einen, was haben sie denn da und reden teilweise über den Kandidaten, die Positionen der CDU. Also das heißt, die Leute wollen eingebunden werden. Vielen Dank erstmal, Herr Wellmann. Ich würde sagen, wir gehen ein Stück zurück, denn wir wollen natürlich auch mal in die Organisationsstruktur sozusagen gucken. Ja. Eine Frage natürlich, Bürgerbeteiligung. Wie sehr können Sie denn noch garantieren, Sie sind, glaube ich, Rechtsanwalt und Notar, dass Sie quasi noch am Puls der Zeit sind, gerade wenn man als Abgeordneter im Bundestag, Sie sind ja auch Mitglied in verschiedenen Ausschüssen, die sich jetzt nicht mit Zehlendorf beschäftigen, sondern mit so schwierigen Fragen wie Europa, transatlantische Beziehungen, glaube ich, habe ich gelesen. Ja. Osteuropa interessiert Sie auch, gerade die Nähe zu Russland. Wie sehr Bodenhaftung haben Sie da noch, um zu sagen, das, was die Bürger bewegt, das setze ich auch um in meinen Fragestellungen im Bundestag? Also wenn wir keine Sitzungswoche im Bundestag haben, bin ich im Wahlkreis. Mhm. Und im Wahlkreis geht es um 1000 Themen, die mit dem Bundestag nicht direkt was zu tun haben mit meiner Arbeit. Ich sagte zum Beispiel Flugrouten, Bauthemen, an denen wir ganz eng dran sind, soziale Themen. Ich mache hier auch soziale Arbeit. Und insofern ist das eine Sache, die... Ich bin so oft hier, dass ich genau weiß, was im Wahlkreis los ist und was die Leute bewegt. Sie sehen ja hier, sind... Grüße Sie. Sie sind schon eine Bürgerin, die sich informieren wird. Hallo TV Berlin, dürfen wir Sie ganz kurz fragen, was Sie denn besonders an Herrn Wellmann schätzen oder welche Frage Sie aktuell bewegt? Vielleicht haben Sie gerade eine Frage, die er beantworten könnte. Ich kenne Herrn Wellmann schon so lange. Was macht Ihnen so besonders? Dass ich am Sonnabend Wahlkampf für ihn gemacht habe. Oi, okay. Bin 2,5 Stunden durch Zehlendorf gelaufen, habe seine Flyer in die Briefkästen gesteckt mit 2 anderen Damen und Herren noch. Lief gut. Sie sind freiwillige Helferin? Ja. Was bewegt Sie zu sagen, ich finde die Partei gut, ich gehe auch auf die Straße und verteile Flyer, spreche mit Leuten? Haben ja auch viele nicht den Mut. Ja, ich bin nicht viele. Ich bin jahrelang in der CDU und da halte ich das für meine Pflicht, dass ich auch etwas tue. Trotz schlechten Wetters. Sonnabend war kein schlechtes Wetter. Samstag war gutes Wetter, aber heute haben wir weniger gutes Wetter. Also Sie quasi kriegen direkt tagtäglich mit, was die Leute so bewegt. Ja. Was bewegt denn die Leute hier unten? Flugrouten haben wir gerade angesprochen. Ja. Was sind so noch die Knackpunkte hier im Bezirk? Na, Renten. Die Renten, wo ich selbst auch von betroffen bin, ist klar. Familienförderung, Familie mit Kindern werden wir sehr häufig angesprochen. Ja. Schulthemen, Kita-Themen, das ist das, was die Bauthemen, Verkehr, das, was die Leute bewegt. Und da kümmern wir uns drum und ohne die vielen Mitstreiter ginge das gar nicht. Ich bin nicht Alleinunterhalter hier, sondern es sind buchstäblich mindestens 100 bis 150
Menschen, die Wahlkampf machen, und die meisten davon machen das ehrenamtlich. Okay, vielen Dank. Bitte. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein Stück da rum, also mal gucken, dass wir nicht auf Fanny treten sozusagen. Wir haben jetzt leider keinen Ball für den Hund. Ihre Mitarbeiterin telefoniert gerade. Ja. Wenn man Ihnen jetzt eine Mail schreibt, kriegt man ja am selben Tag da noch eine Antwort. Das heißt, die Kollegin da beispielsweise wird dann zurückschreiben oder wie? Also ich lese alle Mails selbst, die wir bekommen. Häufig ist es zu Spezialthemen, dann kriegen die Leute sofort einen Zwischenbescheid und dann melde ich mich bei Ihnen. Ich rufe Sie entweder zurück oder schreibe Ihnen eine Mail. Wenn jetzt sehr komplizierte Fragen zur Pflegereform oder zu Renten, dann mache ich mich nochmal sachkundig bei uns in der Fraktion. Aber jede Mail wird hier beantwortet. Das heißt, wie lange muss ich warten? Also Sie kriegen am selben Tag in der Regel eine Antwort oder innerhalb von 1-2 Tagen. Entweder direkt mit einer sachlichen Antwort oder einem Gesprächsangebot. Oder ich sage, ich muss erst mal den aktuellen Stand bei unseren Rentenspezialisten oder bei unseren Schulspezialisten abfragen, dass ich eine Antwort gebe, die Hand und Fuß hat. Denn alles kann ein Abgeordneter auch nicht wissen. Und da Sie ja Rechtsanwalt sind, wollen Sie natürlich möglichst genaue Antworten. Ja, weil es steht ja heute alles, wir kriegen über Abgeordnetenwatch, also Fragen übers Internet. Und meine Antwort steht dann im Internet. Das heißt, die Öffentlichkeit kann sehen, ob der rumschwafelt oder eine vernünftige Antwort gibt. Das heißt, so die neuen Medien sind wirklich schon ins Tagesgeschäft übergegangen. Vollständig. Mhm. Also über Abgeordnetenwatch kriegen wir täglich, ich würde sagen, mehrere Dutzend Anfragen. Mhm. Häufig sind es auch so Massenmails, da macht man dann eine Antwort drauf. Aber das ist ein wichtiges Thema. Ja, E-Mail-Verkehr mit den Leuten, meine Internetauftritte, Facebook, überall sind wir aktiv. Was ich gerade sehe, so an der Wand, vielleicht kann man das so ein bisschen erahnen mit der Kamera, Letzte Hoffnung, Krankenhaus Zehlendorf. Sie sind ja auch im Vorstand, Sie haben den Verein auch, glaube ich, gegründet. Der heißt Berlin hilft. Ja. Was genau macht dieser Verein und warum haben Sie diesen Verein damals gegründet? Mich hat genervt, dass Berlin früher immer als Bittsteller auftrat, während der rot-roten Koalition. Hieß es, uns geht's schlecht, arm, aber sexy, und andere müssen uns helfen. Und ich habe gesagt, wir müssen auch mal anderen helfen. Mhm. Ich habe zusammen mit dem Behring-Krankenhaus einen Verein gegründet, Berlin hilft, der holt todkranke Kinder aus der Ukraine, die dort sterben würden, weil die Behandlungsmöglichkeiten dann nicht so gut sind. Und hier ist ein Kind, was behandelt wurde und immer noch behandelt wird, was periodisch wiederkommt. Da können wir wirklich Leben retten mit dieser Sache. Da kommen Leukämiekinder, zum Teil schlimme Fälle. Aber das ist ein Zeichen nach außen, wir können auch für andere was tun, weil wir hier sehr, sehr gute Serviceangebote haben. Ein tolles Gesundheitssystem, gute Ärzte, gute Wissenschaft. Und wir wollen etwas zurückgeben. Wie hoch ist da die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung? Ja, also die werden ja nicht nur aus Zehlendorf Gelder beispielsweise überwiesen bekommen, damit man die jungen Patienten hier einfliegen kann und behandeln kann. Ja, wir suchen immer Sponsoren, auch in der Ukraine. Und die ukrainische Fluggesellschaft sponsert dann schon mal ein Ticket für Mutter und Kind, wenn die hierher kommen. Spenden können wir immer gebrauchen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, das ist steuerlich absetzbar. Also wer von den Zuschauern sich dort betätigen möchte, der kann das sehr gerne tun. Berlin hilft. Bei mir im Büro anrufen, kriegt man die Kontonummer. Bleiben wir mal beim Thema Parteispenden und Gelder. Sie waren auch einer der wenigen Abgeordneten, oder nicht wenigen Abgeordneten, aber der sich vehement dafür eingesetzt hat, dass eben der Abgeordnete, dass die Gesetze, was das Thema Bestechung und gläserne Abgeordnete angeht, dass die nicht so scharf ausfallen. Warum eigentlich? Also sie sind ja schon scharf. Wir sind total transparent mit dem, was wir verdienen und an Spenden einnehmen. Wir müssen alles melden. Wir sind aber keine Amtsträger. Abgeordnetenbestechung ist jetzt schon strafbar, wenn Sie damit ein Abstimmungsverhalten bewirken wollen. Sonst sind es aber viele Mittelständler, Ladeninhaber, die sagen, wir machen eine Parteispende, und wenn die befürchten müssen, wegen Bestechung deshalb ranzukommen. Wir sind keine Beamten, wir sind keine Amtsträger, wir sind unabhängige Abgeordnete. Es ist transparent, jeder weiß, was wir bekommen an Spenden. Und es ist auch sehr begrenzt im Verhältnis zu anderen. Also wir kriegen keine Großspenden. Ja, okay. Das heißt, Sie wollen weiterhin die Spenden haben, ohne sich vorwerfen lassen zu müssen, ich bin bestechlich. Ja, das ist ja auch praktisch nur im Wahlkampf. Und was wir tun, wir haben so ein eigenes System, zum Beispiel
jemand, der ein Bauvorhaben hat im Bezirk, von dem nehmen wir keine Spenden an. Also wir versuchen auszuschließen, dass der Verdacht aufkommt. Also wir kriegen was, um dem dann zu helfen. Von Bauträgern haben wir schon oft Spenden zurückgewiesen, wenn dieser Bauträger im Bezirk ein Bauvorhaben hat. Weil wir gar nicht den Verdacht erzeugen wollen, dass da irgendwas im Hintergrund ist. Herr Wellmann, ich will mal ganz kurz Ihre Mitarbeiterin befragen. Hallo erstmal. Hallo. Wie ist er denn eigentlich so? Ist er ein netter Chef? Oder ja. Ist er jetzt gerade, wenn so kurz vor Wahlkampfschluss ist, ein bisschen hibbelig, aufgeregt, vielleicht auch mal launisch? Er hört launisch würde ich, launisch würde ich nicht sagen. Natürlich ist eine gewisse Aufregung vorhanden, aber es wird nicht an mir ausgelassen. Wir hören ja, hier geht ja das Telefon pausenlos. Ja. Wann machen Sie Pause? Wann ist bei Ihnen abends denn auch wirklich schottendicht und Gott, ich möchte jetzt nichts mehr mit der CDU zu tun haben bis morgen früh? Ach naja, also im Moment sind wir natürlich auf Hochtouren, aber ich muss sagen, ja, abends gegen 18, 19 Uhr sind die meisten E-Mails auch beantwortet. Dann lässt man das ruhen und fängt am nächsten Tag wieder pünktlich an. Das ist ja das Wichtigste, dass es einfach regelmäßig immer geguckt wird. Ja, müssen Sie mal gucken, was da hinten drauf steht. Ja. Team Karl-Georg Wellmann, vielleicht kommt der Kameramann noch ein Stück rum. Das heißt, auch sowas müssen die Helferinnen und Helfer haben. Herr Wellmann, was haben Sie sich alles vorgenommen jetzt für die letzten Tage bis zur Bundestagswahl? Was wollen Sie alles noch an Termin bewältigen? Hoffentlich keine Erkältung. Ich habe ein bisschen Erkältung, mein Herz. Ja. Also wir haben noch bestimmt 100 Termine in diesen zwei Wochen. Das geht los, gleich eine Schuldiskussion in Gymnasien. Verschiedene Gymnasien kommen noch, Cafés in Seniorenheimen, Bürgersprechstunden, Straßenaktionen draußen. Mein Ziel ist es, mit möglichst vielen Leuten noch zu sprechen, in Kontakt zu kommen, sie zu überzeugen. Wer Angela Merkel will, zweimal CDU, weil es droht eine rot-rot-grüne Koalition auf der anderen Seite. Und das ist haarscharf im Moment, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Keiner soll denken, dass Angela Merkel schon sicher Kanzlerin ist. Wer sie will, muss zwei Stimmen CDU wählen. Okay, Ihre letzten Worte. Normalerweise gebe ich die Kamera mal dem Kandidaten, um noch mal eine Ansprache zu machen. Aber ich denke mal, wir haben Sie heute so gut kennengelernt, auch Ihre Mitarbeiter kennengelernt, dass wer sich für Karl-Georg Wellmann in Steglitz-Zehlendorf entscheidet, weiß, wo er sein Kreuz zu machen hat. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sehen uns, wenn Sie möchten, morgen Abend wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Dann sind wir für Sie unterwegs in einem anderen Kiez, bei einem anderen Kandidaten. Ja, bis dahin machen Sie es gut und tschüss.